Thanks, sorry. Hallo, willkommen zu einem neuen What I Wore in a Week. Es freut mich so sehr, dass das letzte bei euch so gut angekommen ist. Ich habe ja ein bisschen was Neues ausprobiert und mir hat es auch sehr, sehr gefallen, mich einfach mal wieder selber zu challengen. Das brauche ich ab und zu. Diese Woche werden die Outfits so ein bisschen durcheinander werden, weil es wird irgendwie warm, kalt, warm, kalt. Das heute ist so ein Zwischending, würde ich sagen, aber für mich ziemlich schick. Und wahrscheinlich als kleines Sneak Peek, wir haben ein neues Möbelstück, darauf gehe ich später noch ein. Deswegen steht der Spiegel jetzt an einer anderen Stelle und ihr seht unser wunderschönes Ordnerregal. Und die Süße hier, die war vor ein paar Tagen noch nicht so weit draußen, aber scheinbar durch die Sonne wollte sie unbedingt dorthin, deswegen darf sie genau hier bleiben. Und wir gehen einfach zum Outfit über. Ich habe heute, wie gesagt, ein eher schickeres Outfit an. Ich gehe mal nach hinten. Und zwar sieht das so aus. Ich hoffe, ihr könnt das ganz gut erkennen. Ich trage mal wieder das Top von H&M, was ihr jetzt schon mehrmals gesehen habt. Ich hoffe, ihr könnt es ganz gut sehen. Das Material ist so seidig. Ich liebe das. Das ist mit verstellbaren Trägern. Die sind so ganz dünn. Daher für jeden geeignet, egal wie groß oder klein. Was ich ganz toll finde, mit so einer Spitze dran, gibt es in verschiedensten Farben. Ich hoffe, dass die auch noch online sind. Dazu trage ich einen Blazer von And Other Stories. Ist für mich eher so eine Art Jacke, würde ich sagen. Auch weil der einfach an mir zumindest relativ lang ist und breit. Aber ich mag, dass das so ein bisschen oversized ist und drunter dann so ein bisschen sexy und nicht ganz so weit. Deswegen habe ich das Top zum Beispiel auch reingesteckt in die Hose. Und ja, der ist einfach jetzt so für Sommer, finde ich, perfekt. Einfach so eine schöne, helle Farbe. Und dazu trage ich dann noch die Hose. Die habt ihr auch schon oft gesehen. Die habe ich schon Jahre von Topshop. Die Anzughose, die gibt es auch immer. Ich habe die auch aus der Petite Section. Und meine Schuhe sind von Clarks. Die habt ihr, glaube ich, noch nicht oder nicht oft gesehen. Ich habe ja ganz ähnliche. Die hier sind noch ein Müh höher und dadurch noch ein bisschen schicker, finde ich, und sind eben so gewickelt. Leider gibt es sie, glaube ich, nicht mehr. Ich versuche sie euch noch zu finden oder Alternativen, aber ich finde, ich gehe nochmal nach hinten, dass das ganz cool ist, so als ja Pop of Color oder wie auch immer man das nennen möchte. Schwarz-Weiß und dann eben das Rot dazu. Genau, das ist mein Outfit. Guten Morgen. Wie ich bereits vorausgesagt habe, das Wetter diese Woche ist unberechenbar. Heute ist es super warm. Ich bin jetzt gleich draußen verabredet, deswegen habe ich etwas sehr Leichtes, Leinenartiges an, aber trotzdem hohe Schuhe, damit es ein bisschen mehr serious aussieht. Und wir fangen am besten an mit meiner Tasche. Ich liebe sie sehr, ihr kennt sie alle, von Zara. Die ist leider wie immer aus dem eher letzten Jahr oder vorletzten Jahr, ich weiß es nicht genau, auf jeden Fall gibt es sie nicht mehr. Aber ich habe letztes Mal schon eine ganz, ganz ähnliche gefunden. Deswegen werde ich euch die in die Infobox posten. Ich hoffe, dass man meine Unterwäsche nicht sieht. Manchmal ist es in der Kamera ganz komisch. Ich trage auf jeden Fall einen Jumpsuit und ich liebe den. Ich finde den so, so toll. Ihr wisst, wie ich dazu stehe, wenn hier am Dekolleté irgendwie so eine kleine Spielerei dran ist. Ich mag auch, dass hier wie so eine Art Gürtel dran ist, dass die Taille, wie man hoffentlich sehen kann, sehr, sehr schön betont wird und das einfach sehr weiblich aussieht. Der Jumpsuit hat Taschen, wie gesagt, der ist super leicht, also perfekt für den Sommer. Auch von der Länge für mich vollkommen in Ordnung, weil er bis zu den Knöcheln geht. Bei den meisten ist es wahrscheinlich eher so eine Culotte-Geschichte, würde ich sagen. Bei mir ist es wirklich eigentlich fast Maxi. Wie gesagt, bis zu den Knöcheln, was ich sogar besser finde, als wenn er ganz lang ist. Und ich trage wieder die Clarks-Schuhe. Ja, und das ist eigentlich mein Outfit. Viel gibt es dazu nicht zu sagen. Ich trage die Haare einfach nur leicht geföhnt. Ich habe sie diesmal nicht so doll. Also ich habe sie zwar auf der gleichen Temperatur geföhnt wie immer, aber oh, hier, irgendwie ist hier irgendwas, oder? Das da? Ja. Da war irgendwie ein Fussel. Jedenfalls habe ich die Temperatur genau gleich gelassen, aber eben nicht so bam, full on, sondern eben nicht ganz so stark. Und das hat so einen Unterschied gemacht, weil die total glatt sind und nicht wie sonst irgendwie schön gewellt. Also ich weiß nicht, ob ich da nachher nochmal irgendwie
durchgehe oder so mit einem Lockenstab oder so, weil das gefällt mir nicht so doll. Und ich will ja auch, dass die Haare dann die nächsten Tage so bleiben, ich die nicht stylen muss, nicht waschen muss und so. Ja, interessiert wahrscheinlich keinen, aber just saying. Es ist Mittwoch und wie ihr hoffentlich sehen könnt, habe ich ein bisschen noch an meinen Haaren gespielt. Letztendlich habe ich doch keinen Lockenstab benutzt, sondern den Föhn, weil ich so ein bisschen das Gefühl habe, dass es nicht ganz so warm ist wie Lockenstab. Aber wahrscheinlich ist das falsch. Auf jeden Fall gefallen sie mir so schon mal besser und ich denke auch, dass sie dann in den nächsten Tagen noch gut aussehen und ich die nicht gleich wieder waschen muss. Heute ist es sehr, sehr warm. Deswegen trage ich ein sehr sommerliches Outfit, beginnend mit dem Top, was ich euch letztens auch schon gezeigt habe. Ihr braucht das alles, einfach das beste Oberteil ever von H&M, dieses seidige Top mit der Spitze und verstellbaren Trägern. Ist einfach so praktisch, passt zu allem, habe ich auf jeder Reise dabei. Reingezogen in diese Shorts. Und zwar sind die Shorts von... Und ich glaube, da sind Stories, ja. Ich weiß gerade nicht mehr genau, ob das Baumwolle war oder Lein oder beides. Auf jeden Fall sind sie super, super leicht. Ganz toll jetzt für die sommerlichen Tage. Ich war gerade draußen, ich habe mega geschwitzt. Die haben aber nicht geklebt und nix. Also super dafür geeignet. Und was ich auch mega finde, ist die Länge. Denn die sind nicht so kurz, dass man irgendwas sieht oder so. Sieht sie übrigens von hinten aus. Also super locker, lässig. Was ich aber mag, ist, dass sie so ein bisschen höher geschnitten ist. Dadurch betont das die Taille einfach super schön. Schön und schmiegt sich einfach schön um den Körper. Die Shorts haben Taschen, was ich gut finde. Ich liebe auch diese Hornoptik hier. Mega, mega cool. Also insgesamt einfach eine tolle Hose für den Sommer und man kann sie halt ganz lässig irgendwie kombinieren mit einem T-Shirt oder so oder eben jetzt mit so einem Top ein bisschen schicker und hohe Schuhe oder eben nicht. Ich habe jetzt diese Sandalen gezogen, die kennt ihr. Die sind von den Other Stories aus dem letzten Jahr, aber ich glaube, dass ich sie letztens wieder gesehen habe. Schauen wir mal, aber ja, das ist mein sommerliches Outfit. Ach so, was ich noch sagen wollte zu der Hose. Ich saß gerade schon und die knittert ein bisschen, also falls ihr sowas gar nicht mögt, sie knittert ein bisschen. Hallo, heute ist das Wetter, wie ich vorausgesagt habe, nicht so gut. Also diese Woche wirklich so... Aber es regnet nicht oder so. Deswegen habe ich gedacht, ich ziehe nicht schon wieder Sneakers an, sondern bleib bei Sandalen. Wir fangen aber mit oben an. Und zwar trage ich ein T-Shirt in Nude. Ich suche schon so lange ein nudefarbenes T-Shirt. Ich finde das irgendwie super, super schön. Aber ich wollte eins, was schön weich ist und sich nicht so hart anfühlt. Und das hier hat so eine Aufschrift. Ich weiß gar nicht, was überhaupt da drauf steht. Das habe ich mir ehrlich gesagt noch gar nicht angeguckt. Mir ging es irgendwie nur um den Schnitt und die Farbe. Was steht denn da drauf? Fool's Paradise. Ja, Fool's Paradise. Und ihr wisst, dass ich so kleine Schriftzüge sehr, sehr liebe. Aber es geht mir vor allem darum, dass das schön geschnitten ist. Es ist relativ eng für mich. Ja. Ich habe einen schwarzen BH drunter, also lasst euch davon nicht beirren. Man sieht sowieso nicht so richtig, weil das Outfit an sich sieht so aus. Ich trage dazu wieder einen relativ langen Blazer und zwar ist der von H&M. Den habe ich euch, glaube ich, schon mal gezeigt. Der ist jetzt Gott sei Dank auf jeden Fall auch im Online-Shop. Ich hoffe, dass es den gerade im Moment auch gibt. Ich weiß ja, dass ich euch ein paar Teile gezeigt habe von H&M, die ich neu hatte, die es irgendwie online nicht gibt oder super oft ausverkauft waren. Ich weiß nicht, was in letzter Zeit los ist mit diesen ganzen Online-Shops, dass die Vorräte bei denen so, also die Bestände so gering sind. Naja, jedenfalls ist das hier mein Outfit. Ich trage, wie gesagt, nudefarbenes T-Shirt von, habe ich das überhaupt schon gesagt, von den Other Stories. Dann trage ich meine liebste Jeans von Levi's, die Wedgie Jeans. Genau. Und die habe ich gerade frisch gewaschen, deswegen ist sie noch ein bisschen fest und hart, aber die trägt sich auf jeden Fall ein. Liebe ich immer noch sehr, sehr doll. Als Sandalen wieder diese von And Other Stories, weil... I don't know. Mir war einfach irgendwie nach Sandalen. Die sind sehr klassisch, schwarz. Man kann nichts damit falsch machen. Ich könnte natürlich auch irgendwie was Hohes anziehen oder so. Dann würde das Ganze ein bisschen schicker aussehen. Aber ich wollte es einfach so ein bisschen more casual haben. Happy Friday! Ich glaube, das ist bis jetzt mein liebstes Outfit der Woche. Ich fühle mich gerade pudelwohl. Ich habe gleich ein Meeting. Deswegen bin ich wie immer mein liebstes Wort
casual oder zwei Wörter. Casual, chic. Ich trage eins meiner liebsten T-Shirts von ASOS. Das heißt, glaube ich, Boyfriend-T-Shirt oder so. Ich weiß nicht, was hier los ist, aber auf jeden Fall hat es so hochgekrempelte, hochgerollte Ärmel. Dann trage ich wieder den langen Blazer von And Other Stories und dazu meine Tasche von Zara, die wie gesagt schon älter ist, aber ich habe euch in der Infobox eine sehr ähnliche verlinkt. Liebe ich sehr, auch so über Kreuz getragen. Ist ein bisschen kürzer, aber ich mag das ganz gern, wenn es nicht so im Schritt rumbaumelt. Ihr wisst, was ich meine. Dazu trage ich die Farley Jeans von ASOS. Ich glaube, die hieß so. Auf jeden Fall ist es so die Girlfriend Jeans von ASOS, die ich sehr mag, weil die ist super, super stretchy. Und nach langer Zeit mal wieder meine Supergas in diesem Beige-Ton. Die sind auf jeden Fall ein bisschen abgerockt, aber ich liebe sie immer noch sehr. Ich wollte sie schon sehr, sehr oft loswerden, aber ich liebe sie einfach zu sehr. Ich kann sie nicht loswerden. Ja, und ich weiß nicht, irgendwie mag ich das Outfit voll gerne. Ich mag das gerade voll. Es ist schön hell, schreit irgendwie Sommer, aber heute ist es eben auch nicht zu warm. Deswegen brauche ich schon irgendwie eine Jacke drüber. I don't know. Ich fühle es irgendwie. Happy Weekend! Ich bin heute mal ganz sportlich unterwegs. Ich habe wirklich keine Ahnung, weshalb man in der Kamera das so dolle sieht, weil eigentlich habe ich so einen extra glatten BH an, damit man das nicht sieht. I have no clue, weil wenn ich so in den Spiegel gucke, ist es nicht so auffällig. Ich kann euch auf jeden Fall versichern, dass es in echt nicht so aussieht. Ansonsten werde ich die Tasche einfach so tragen. Ich kann nicht mehr reden. Merkt ihr, dass die Woche vorbei ist? Puh, ein Wiederholungstäter. Ich habe das T-Shirt nochmal an von And Other Stories, weil, I don't know, heute ist das Wetter wieder so und ich mag einfach gerade dieses Nude und ich finde das auch ein bisschen sportlicher und ja. Keine Ahnung. Wie ihr vom letzten Video wisst, versuche ich das zu embracen, wie ich aussehe und was ich für ein Typ bin. Und deswegen, it is what it is. Dazu trage ich meine Gucci-Tasche wieder. Ich mag die nicht so gerne tragen, wenn ich jetzt zum Beispiel Öffis fahre oder so oder weiß, dass es irgendwie regnet. Keine Ahnung. Dann mag ich es einfach nicht so gern. Und heute ist wieder so ein Tag, wo das nicht der Fall ist. Deswegen dachte ich, das passt irgendwie dazu. Dann trage ich die Hose von Topshop. Diese Anzughose. Und wie gesagt, die ist halt aus der Petite-Section. Und ich finde, die kann man eben auch sehr sportlich tragen. Und ich habe nämlich eine große Frage an euch. Es geht um diese Schuhe. Genau diese hier. Das sind, ich glaube, die heißen D-Rupt von Adidas. Die sehen so aus. Und eigentlich habe ich die für mein Gewichttraining, weil die schön flach sind von der Sohle und das ist eben dafür super gut. Aber irgendwie mag ich die auch jetzt doch so ganz gerne und auch zu so einem eher sportlichen Outfit, obwohl ich eigentlich keine Sneakers mehr brauche für den Alltag. Aber ich wollte euch fragen, ob jemand von euch die vielleicht hat, weil irgendwie sind die super weit. Die sind ja so ein bisschen wie eine Socke. Ich zeige euch das mal kurz. Und zwar so sehen die aus und man schlüpft halt einfach rein. Also man kann die nicht wirklich eng ziehen und deswegen sind die ziemlich locker. Und gerade weil ich sie ja eigentlich fürs Training wollte, brauche ich die schon, dass sie richtig fest sind. Habt ihr da irgendwie die gleichen Erfahrungen gemacht oder nicht? Soll ich mir die nochmal kleiner bestellen? Ich weiß nicht mal, ob sie überhaupt in, das ist jetzt in 36, ob sie überhaupt irgendwie in 35 gibt. I don't know, aber ich finde sie irgendwie, wie gesagt, eigentlich ganz cool und ja, uneigentlich waren die sowieso fürs Gewichttraining gedacht. I don't know. Sie würden aber gut zum Outfit passen. Ich habe, wie ihr sehen könnt, den Schnipsel noch nicht abgemacht, weil sie kam eben gerade rein und ich wollte sie gleich mal anprobieren. Wahrscheinlich werde ich dann die Converse oder so dazu anziehen. Happy Sunday! Es ist Sonntag und ihr wisst, was das heißt. Es geht zum Sonntagsmittagessen. Brunch wollte ich gerade sagen, aber nein, es ist Sonntagslunch bei den Schwiegereltern. Dementsprechend bin ich leger angezogen, habe mir die Haare hochgemacht zum Zöpfle und was wollte ich noch sagen? Ach ja, es ist warm. Es ist sehr warm wieder draußen. Also wie gesagt, diese Woche ist echt so. Und ich trage schon wieder das T-Shirt.
Ich weiß auch nicht, was mit mir los ist, aber ich liebe einfach gerade diese Farbe. Und ihr kennt mich jetzt, glaube ich, mittlerweile, falls ihr diese Videos länger guckt und verfolgt. Ich ziehe Sachen sehr, sehr oft an. Solange, bis ich nicht mehr Bock drauf habe. Ich behalte auch meine Sachen sehr, sehr lang, bis sie kaputt gehen oder wirklich gar nicht mehr zu meinem Stil oder so passen. Aber das passiert auch ziemlich selten. Deswegen, ja, das liebe ich einfach gerade. Also T-Shirt von den Other Stories. Tasche ist immer noch die von Zara. Die Shorts habt ihr auch schon gesehen diese Woche. Es ist einfach wieder warm und das ist eben die Hose, die ich gerade habe, die schön luftig ist, wo ich mir keine Gedanken machen muss, dass es irgendwie klebt, unangenehm wird und sie ist schön hell, wird nicht so aufgeheizt von den Other Stories. Und meine Schuhchen sind meine Converse, die in weiß, die manchmal cremeweiß aussehen und manchmal ganz weiß, I don't know. Aber das hier ist das ganze Outfit. Ich mag es sehr gern, ist wieder so ein bisschen sportlicher, aber das finde ich für einen Sonntag voll okay. Ah, und den Zopfgummi, den ich trage, den habt ihr auch schon gesehen. Das sind die, die es so im Viererpack oder so gibt bei Urban Outfitters. Und die liebe ich sehr, weil die meine Haare gefühlt nicht so strapazieren. Und ja, das war's dazu. Ich weiß nicht, wie das Wetter ist, wenn ihr das Video seht, aber schreibt mir doch mal gerne in die Kommentare, welche Stoffe ihr bevorzugt, wenn es richtig, richtig warm ist und auch vielleicht Schnitte oder so, gerade auch von Hosen oder so. Ich glaube, das würde auch vielen helfen. Und ja, da Sonntag ist, war's das. Das war das letzte Outfit. Ich hoffe sehr, dass das Video euch gefallen hat und dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dann. Ciao. Oh.